Grüezi miteinander. Herzlichen Dank, Florian und Andreas, für die Einladung zu sprechen. Meine Aufgabe ist, Ihnen so ein bisschen einen Überblick zu geben. Sind nicht alle regelmäßig in einem Tumorboard, so versuche ich das ein bisschen darzustellen, wie das funktioniert und auch wie der Historienablauf ist, wo wir heute stehen. Das ist eine Übersicht, die wurde in der Ärztezeitung publiziert. Da sieht man ein bisschen, wie das historisch, wo das herkommt. 1960 war die Medizin noch nicht ganz so komplex wie heute. Da war vor allem das bilaterale Gespräch im Vordergrund. Man kannte sich, man fragte sich. 1970 kam dann das eigentliche Konzilium auf. Es gab auch mehr Spezialisten. Man holte den Spezialisten, man fragte ihn. Es war aber eigentlich in der Verantwortung des Fragenden, was er dann anschließend mit seinem oder seiner Patientin am Tisch besprochen hat. Dann kamen so 1980 die Tumorboards oder eben Tumorkonferenzen. In England heißen sie MDTs, Multidisciplinary Team Meetings. Die haben dann schon gewisse, die sind organisiert, die sind gewissermaßen verpflichtend. Wer etwas zu sagen hat, kann etwas sagen, etc. Die Verantwortung wird aber sehr unterschiedlich gehandhabt. Und so ab 2000 kamen zunehmend auch Kompetenzzentren auf, wo dann die verschiedenen Spezialisten sich betrieblich zusammen organisiert haben und zum Beispiel Combined Clinics haben, im Ausland größere Kliniken, wo man zusammen die Patienten sieht, interdisziplinär. Ich war mal in England, da habe ich gemerkt, dass dort die Tumorboards genau dieselben Probleme haben wie bei uns, dass die sehr unterschiedlich geartet sind. Ich habe mich dann begonnen, mit dem auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich auch der Grund, dass ich hier stehe. Habe dann eine Publikation gemacht, eine mehr beschreibende, über die Qualitäten von Tumorboards zusammen mit den Engländern. Und da gab es so eine grobe Konklusion, was ist denn der Benefit von einem MDT-Tumorboard, dass die Diskussion häufig besser ist wie die Summe aller individueller Meinungen, dass es eine gewisse Konsistenz gibt, dass es also nicht abhängig ist, mit welchem Bein ich am Morgen aufgestanden bin, ob ich nun so entscheide oder so, sondern es braucht eine gewisse Konsistenz auch innerhalb des Tumorboards, auch über die Zeit. Es hat sicher einen edukativen Effekt, diese Tumorboards. Sie sollten die Kommunikation zwischen den Spezialisten verbessern, das machen sie ganz sicher, wenn man wöchentlich zweimal zusammensitzt, immer mit demselben Radiotherapeuten oder Chirurgen, dann lernt man sehr viel von dem, was die anderen Disziplinen können, nicht können, wollen, was sie benutzen, was sie brauchen. Das ist sehr hilfreich, auch bei der Beratung der Patienten. Und dann haben wir schon dort geschrieben, the degree of organization and the type of communication has a direct impact. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, die Organisation und auch die Art, wie das Tumorboard läuft, hat direkt einen Impact, wie gut die Qualität am Schluss rauskommt. Und die Frage ist natürlich, ist es wirklich indispensable, wie wir das damals geschrieben haben? Ganz kurz zeige ich, wie das an einem modernen, großen Spital, modernes Tumorboard abläuft. Man sieht hier, jetzt dann Beamer drauf, schnell schauen. Sieht man da einen Punkt, etwas? Nein. Ja. Also, man sieht die zwei Präsentationen, man sieht oben zwei Beamer, das ist für die Radiologie. In der Mitte hat es noch einmal einen Beamer, da wird dann jeweils die Präsentation aufgeschaltet. Hat viele Leute, links oben sitzt der Radiologe, der Nuklearmediziner, der die Bilder zeigen muss. Nun hat es verschiedene Anforderungen, die heute eigentlich gefordert sind. Also sollte vorher ein Plan bestehen, welche Patienten besprochen werden, dass man sich nötigenfalls vorbereiten kann. Es sollten alle notwendigen Disziplinen anwesend sein. Das sind manchmal bis zu 7, 8 Disziplinen. Die Befunde, das heißt Radiologie, PCT, Pathologie, sollten von Spezialisten präsentiert werden und nicht von einem Allgemeininternisten die Bilder gezeigt werden. Die Daten des Falles sollen projiziert werden, nicht nur vorgestellt werden, weil unsere Aufmerksamkeit über 2 Stunden ist nicht immer optimal. Das heißt, wenn man etwas vergisst oder nicht korrekt vorgestellt, kann man schauen, was wichtig ist. Sollte eine Diskussion, eine offene stattfinden und die bei größeren Tumorboards macht es Sinn, wenn diese nicht geführt, aber moderiert wird. Dann Entscheide sollten sichtbar für alle notiert werden. Das heißt, man sieht, wenn wir etwas besprochen haben, schreibt
Ein Oberarzt so schreibt auf, was der Entscheid ist, und man kann es dann auch korrigieren, wenn man sagt, nein, das habe ich nicht so gemeint. Dann kann man auch nicht im Nachhinein kommen und sagen, was habt ihr dann da entschieden am Tumorboard. Es wird festgehalten, wer dabei war bei den Entscheidungen. Dann sollte ein Tumorboard ein fachspezifisches, gewisse SOPs erarbeitet haben, dass man nicht bei jedem Fall warm Wasser wieder, heiß Wasser wieder macht, sondern man sollte sich so einmal im Jahr treffen und so eine Art die Guideline für die Regelfälle besprechen. Das hilft sehr bei der Abwicklung des Tumorboards. Dann sollten die natürlich online abrufbar sein, es sollten sich auswärtige Ärzte anmelden, teilnehmen können, Fälle eingeben können und immer mehr werden auswärtige Spitäler via Videokonferenzen zugeschaltet. Nun, die Frage ist, für den ganzen Aufwand gibt es irgendwelche Evidenz, dass das auch irgendetwas bringt? Da gibt es natürlich Publikationen, das ist eine ältere Publikation, die ist aus Schottland, da hat man gesehen, dass wenn man Ovarian Cancer interdisziplinär bespricht, dann erhöht es sogar das Survival. Diese Studie war mitverantwortlich dafür, dass in England jeder Krebspatient an einem, jeder nicht nur Ovarian Cancer, an einem Tumorboard vorgestellt werden muss. Das ist zwingend. Gibt es auch natürlich viele auch ganz fachspezifische Publikationen, das ist jetzt Ösophagus, dass man gesehen hat, dass die postoperative Mortalität einfach besser ist, wenn man es interdisziplinär vorher bespricht. Da gibt es aber auch zunehmend kritische Stimmen. Der obere Satz, oder, der ist sehr treffend. Man geht immer davon aus, das ist sowieso gut, wenn man miteinander spricht, aber so richtig geprüft ist es eigentlich nicht. Dann kam diese Publikation im JNCI von dieser Nancy Keating. Die hat 138 Spitäler, das sind so Veteranenspitäler in Amerika, die haben nie eine gemeinsame Datenbank. Da hat es 25% dieser Spitäler haben überhaupt kein Tumorboard, 45% haben ein Tumorboard für alles und 30% haben spezialisierte Tumorboards. Und dann hat man so Cancer Care Measures aufgestellt für verschiedene Tumoren, was ist nötig, was sollte man machen, zum Beispiel adjuvante Therapie bei Stadium 3 Colorectal, und hat gesehen, es findet sich überhaupt kein Unterschied. Auch bezüglich Survival von diesen Patienten kein Unterschied. Es gab dann natürlich Kommentare dazu. Der Blaney hat ein gutes Editorial darüber dazu geschrieben und er hat gesagt, das sind Team-Huddles, oder? Das ist nicht genügend, wenn man ein Tumorboard hat, sondern die Qualität muss auch stimmen. Ich habe mir dann die Mühe gemacht und mal geschaut, was sind denn das für Spitäler, diese Veteranenspitäler, wenn 25% überhaupt kein Tumorboard haben. Da habe ich gelernt, dass diese Spitäler alle sehr klein sind. Die haben so 100 bis 200 Betten. Das ist noch nicht ganz zu vergleichen in Amerika wie bei uns. Ein 150-Betten-Spital ist doch ein Regionalspital, das gut ausgestattet ist. Das ist natürlich in Amerika nicht ganz so. Also man muss immer auch das Setting, wo man etwas untersucht, genau anschauen. Insbesondere Tumorboards. Qualität von Tumorboards wurde relativ schon gut untersucht. Das ist diese Gruppe um Lamb, das ist in London eine Gruppe, die haben natürlich auch den Auftrag in England, weil das Pflicht ist, die haben sehr viele Publikationen gemacht, wie man die Qualität von Tumorboards verbessern kann. Und es ist ganz klar, der Organisationsfaktor und auch die Kommunikation innerhalb eines Tumorboards sind entscheidend für die Qualität. Da könnte ich jetzt viele Studien zeigen. Es hat, wenn das jemand sehr interessiert, an diesem ESCO hat es im Educational Book einen ganzen Abschnitt über Tumorboards. Diese Nancy Keating, die kritische, war auch Teil der Schreiberlinge dort. Und das war so ein bisschen die Konklusion. Also das ist widely recommended. Aber der Einfluss auf das Outcome ist limitiert. Wir haben wenig Daten dazu. Das kommt dann, Absence of Evidence ist noch Evidence of Absence. Also das heißt nicht, dass es wegen dem keinen Einfluss hat, aber es ist einfach schlecht untersucht. Man hat in UK hat man die meisten Untersuchungen gemacht und gesehen, dass wenn man die Teammitglieder eines Tumorboards speziell trainiert, dass das einen Einfluss hat auf das Outcome. Dann, was man auch in verschiedenen Studien gesehen hat, wenn man Tumorboards hat, werden die Clinical Practice Guidelines eher eingehalten und dem Patienten wird eher eine Studienteilnahme offeriert. But, und das war dann die Konklusion, wir haben das zu verbessern, Präparation, the Structure, Conduction und wir müssen es auch monitorisieren, die Performance, das Teamwork inklusive das Outcome, was sicher bis jetzt kaum gemacht wurde.
Jetzt komme ich zu der Schweiz. In der Schweiz ist die interdisziplinäre Therapie heute Standard. Das war ich. Als ich als Onkologe angefangen habe, war das noch nicht so. Das ist so. Es existieren aber sehr verschiedene Arten der Zusammenarbeit. Es gibt nach wie vor viele bilaterale Absprachen, das ist nicht immer schlecht, Konsilien, das vor allem mit privatrechtlichen, kleinere Praxen, Privatmedizin, das läuft auf der Hohlbasis. Das heißt, ich hole mir, was ich brauche oder was ich denke, was ich brauche. Dann gibt es die allgemeinen Tumorboards, die alle Tumoren umfassen, vor allem in den kleinen und mittelgroßen Spitälern. Und dann gibt es zunehmend hochspezialisierte Tumorboards für ganz spezifische Sachen, Sarkomboard oder ich weiß nicht was. Und häufig sind die dann auch angeschlossen an die Peripherie mit Videokonferenzen oder werden Spitäler zugeschaltet einfach. Das ist ganz klar, ein Tumorboard heißt nicht immer dasselbe. Wenn man von Tumorboard spricht, meinen nicht alle dasselbe. Und das wird auch ganz verschieden verwendet. Also eben von einem Übergabeboard bis zu einem hochspezialisierten Board, das ist einfach etwas anderes. Gibt es Evidenz in der Schweiz, dass das etwas Gutes ist? Und überraschenderweise gibt es das, sogar ziemlich gute. Das ist Brustkrebsüberleben abhängig vom Ort in der Schweiz. Das wurde publiziert 2005 und man sieht riesige regionale Unterschiede. Das hat vielleicht die einen ein bisschen schockiert. Man hat sich überlegt, wieso ist das so? Wieso wird eine Patientin in Graubünden mit demselben Stadium schlechter behandelt wie in Genf? Und es gibt verschiedenste Erklärungen dafür, Patientenfaktoren, Versorgerfaktoren, Gesundheitssystem etc. Die Schweizer Krebsliga hat gehandelt, hat dann diese Pattern of Care Studie initiiert. Da wurden detaillierte Informationen von fast 5000 Frauen mit Brustkrebs diagnostiziert zwischen 03 und 05 erhoben, also Patientinnenfaktoren, Tumorfaktoren und bezüglich der Krankheit. Bei den Frauen unter 80 hat man dann geschaut, ob die Qualität der Therapie auch ankommt oder der Guideline auch ankommt bei den Frauen. Das ist exakt dasselbe, was diese Nancy Keating gemacht hat. Oder man hat festgelegt, gewisse Faktoren, Minimalkriterien, jetzt bei der Brustkrebs, zum Beispiel zu oberst 0,77, das heißt 77% erfüllten das, dass es eine präoperative Konferenz gab. Also es wurde die Patientin besprochen, bevor der Chirurge das Messer in die Hand nimmt. Das ist eigentlich gefordert in allen internationalen Guidelines. Oder das zweite, 91% erfüllt, das heißt, nach allen Operationen ist kein Tumor mehr zurückgelassen worden. Es wurde R0 resiziert, was das Ziel jeder Tumoroperation ist. Kann man sagen, ja, da hat es noch alte Patienten. Nein, das waren nur unter 80-jährige Patientinnen. 9% hatten noch Tumor drin, als die Chirurgie fertig war. Und so sieht man ganz verschiedene Punkte, die nicht ganz optimal erfüllt sind. Und natürlich hat man sich dann gefragt, ja, was gibt es denn prädiktive Faktoren? Das ist ja das Interessante. Und was wir sehen ist, der Wohnsitz ist hochsignifikant, aber Alter, Einkommen, Bildung, Versicherung, Spital, öffentlich, privat, ist alles nicht signifikant. Zu unterst sieht man aber Spital mit Tumorboard, Caseload-Chirurgie und Spital mit klinischen Studien waren hoch signifikant. Natürlich sind das keine unabhängigen Faktoren. Ein grosses Spital hat meistens alle drei Faktoren. Noch ein Wort zu den Kosten und Finanzierung. Tumorboards sind sehr teuer. Wenn wir zu 15 in einem Raum sitzen, 2 Stunden lang, ist das wirklich teuer. Vor allem die Querschnittsbereiche in den Spitälern werden dadurch massiv belastet. Pathologie, Radiologie, die müssen überall dabei sein. Aber es ist natürlich auch hocheffizient, im Gegensatz zu der bilateralen Arbeit vor 20 Jahren mit noch deutlich weniger komplexen Herausforderungen. Aus Sicht der Patienten ist dies auch hocheffizient, weil die Patienten nicht zu jedem Spezialisten in Staffel gehen müssen. Abrechnung handhaben wir so, ich wurde gefragt wegen der Abrechnung, das ist nicht so genau geregelt. Wir machen das so in St. Gallen, dass eine präsentieren, die Klinik, die den Fall präsentiert, rechnet 6 Cons ab und die anderen 3. Stationär allgemein gibt es natürlich nichts und privat wird ein Konsilium verrechnet. Nun, kurz, ich habe noch ein paar Minuten. Die Tumorboard ist nicht gleich Tumorboard. Habe ich mir das überlegt, wenn man jetzt von Übergabeboard bis zu Kompetenzzentrum das anschaut. Die Größe der Institution nimmt in der Regel zu.
Die Effizienz für die Ärzte nimmt eher ab. Also ein spezialisiertes Tumorboard ist mit sehr viel Aufwand verbunden für die Ärzte. Beim Kompetenzzentrum nimmt das wieder ab, weil man zusammenarbeitet. Es braucht weniger Organisation. Das ist genau der Organisationsaufwand ist dann komplementär. Die medizinische Expertise wird immer mehr spezialisiert, je weiter dass man nach hinten kommt. Die Kompetenzzentren sind in der Schweiz eher selten anzutreffen, da wir einfach zu klein sind. Also wir bewegen uns eher im Bereich spezialisierte Tumorboards. Wenn man Forschung machen möchte, das machen wir bezüglich Tumorboards, dann ist es extrem wichtig, dass man mit was dass man das vergleicht. Also auf welchem Level hier betreiben wir Forschung und mit was vergleichen wir das? Was wird die Zukunft sein? Wir haben einen onkologischen Patienten und wir haben x Spezialisten rundherum. Was zunehmen wird, was schon massiv zugenommen hat, wird in der Onkologie die Subspezialisierung, zwar in jedem Bereich, nicht nur in der Onkologie, sondern auch bei den Chirurgen, bei den Radiologen. Wenn ich einen biliären Tumor habe in einem Tumorboard, nützt mir der allgemeine Radiologe, der die Bilder zeigt, nichts. Ich brauche dann den interventionellen Radiologen, der weiß, wo kann ich welches Röhrchen hineinpflastern. Die hochspezialisierten Tumorboards, glaube ich, werden Standard werden in naher Zukunft. Aber die Tumorboards müssen besser beforscht werden, Strukturen, Prozesse und Outcome. Meine Message ist, man sollte nicht Investigation of the Obvious, was sowieso klar ist, muss man nicht beforschen, sondern man muss einen Schritt weitergehen. Die Zukunft, the challenge of the future, wir werden größere Spitäler haben mit 8 bis 12 verschiedenen Tumorboards, fachspezifisch, die sind an verschiedenen Tagen, die sind zu verschiedenen Zeiten. Und wir haben dann zum Beispiel Regionalspital A, die haben 2 Fälle pro Woche in 2 verschiedenen Tumorboards. Wir haben Regionalspital B mit wieder 2 verschiedenen Fällen. Wir haben einen medizinischen Onkologen, der hat vielleicht 4-5 Fälle pro Woche, aber in verschiedenen Boards. Wie organisiert man das? Wie sind da die Prozesse? Wie ist die Abgeltung? Das ist die Challenge der Zukunft. Das ist die Vorlage für meine Nachredner. Ja. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.